Hallo Leute, willkommen bei Diana und die Tiere, einem Sims 4 Let's Play. Dies ist Teil 43. Ja, irgendwie scheint Diana immer noch krank. Eben hat sie noch so komisch gelacht, aber hier hat sie jetzt keine Option mehr. Ich versuche mal, die beiden einen Orangensaft trinken zu lassen, weil der Manuel war jetzt auch irgendwie immer wieder krank. Und vielleicht wirkt das ja vorbeugend. Und wenn sie doch wieder krank werden, dann muss ich ihnen einen Computer kaufen. So. Ja, trinkt ihr erstmal euren Orangensaft. Aha, da läuft Bürgermeister Schnurrhaar. Ah, und ich könnte bei der Gelegenheit auch Racker nochmal ausschicken zum Federn sammeln. Und hier ist ein Bild. Okay. Das ist gar nicht schlecht. Also, es ist normale Qualität, aber ich finde es ganz gut, dass da jemand ein Bild gemalt hat. Marco Paulus. Ja, ich lasse die Diana erstmal ihren Orangensaft trinken, dann soll sie es verkaufen, weil ich kann das nicht nehmen. Und übers Inventar verkaufen. Und Diana liest beim Orangensaft trinken. Dann dauert das ewig. Und Oreo hat irgendein Problem. Naja, vielleicht lasse ich dem Manuel das Bild verkaufen. Lass das mal verkaufen. Vielleicht hat das ein Patient gemalt. Muss ich mal gucken. So, und du könntest mal Oreo fragen, was Oreo hat, für ein Problem hat. Ah, vielleicht... ja, jetzt geht's ihm wieder gut. Der musste nur mal kurz. Okay. Ah, jetzt lacht Diana wieder so merkwürdig. Aha, sie ist liebestoll. Das ist jetzt keine Krankheit. Dann mach doch einfach mal ein Techtelmechtel. Mal gucken, ob das gut ist, wenn sie so aus so einer angespannten Stimmung raus ein Techtelmechtel macht. Werden wir sehen. Wenn sie glücklich macht, dann ist gut. Und wenn nicht, naja, ihr Liebestollproblem ist auf jeden Fall schon mal weg. Ja, ansonsten habe ich die Diana heute Nacht wieder, also am Abend wieder Ambrosia machen lassen. Und der Manuel, der hat erst noch ein bisschen geübt an diesem Herstellungstisch und kann jetzt auch Verjüngungshappen und Alterungshappen machen. Die bringen nämlich mehr als die Wellnesshappen. Ja, und so können sie eigentlich abends immer ganz gut noch was zum Einkommen beitragen. Jetzt lassen wir die erstmal fertig techtelmechteln. Jetzt ist Diana glücklich, das ist gut. Wen kann man denn hier... Uiuiuiui. Ihr braucht jetzt eigentlich nicht schlafen. Ihr habt die ganze Nacht geschlafen. Aber irgendwie haben... Nee, die haben sich doch nicht daneben benommen. Die sind zwar da rumgewuselt und haben gebellt, aber... Tja. Ja, ich dachte mir, ich verkaufe die Welpen mal. Die sind zwar immer sehr niedlich, aber beim Praxisbetrieb stören die doch eigentlich ganz erheblich, wenn dann alles so vollgewuselt ist. So, die schlafen jetzt natürlich erstmal. Das sollte man vielleicht noch ein bisschen warten. Ah, sie ist freudig überrascht wegen gutem Techtelmechtel. Das ist doch gut. Ja? Manuel, nicht fallen lassen. Bring's einfach hier raus. Da, da. Nein. Warum hat er das denn gemacht? Naja. Es gibt Schlimmeres. Oh, wer hat denn zuletzt geerntet? Ah, habe ich schon verkauft. Den Manuel lasse ich jetzt öfters mal die Gartenarbeit machen, wenn Diana was anderes zu tun hat. Aber Diana soll das schon auch lernen, finde ich. Okay.
Ja, eigentlich wollte ich das mit dem Welpenverkaufen machen, bevor wir die Praxis aufmachen. Ich mache das einfach mal. So. Wo war das? Service engagieren. Ah, nein, 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 nein. Mit denen muss ich ja erstmal in den Kass, damit wir sehen, wie sie aussehen, wenn sie groß sind. Vergesse ich immer wieder. Ah, und jetzt werde ich das wahrscheinlich nicht machen können, weil ich nicht Kass Full Edit Mode gemacht habe. Aber wir werden sehen. Nee, das ist jetzt gegraut. Oh, ist der nicht süß? Oder die? Das sind ja beides Mädchen diesmal. Also, wieder zurück und dann Kass Full Edit Mode und dann wieder rein. So, tut mir leid, dass ich euch hier jetzt ein Ladebildschirm mehr zumute. Okay. Aber wenn die mal ein größeres Haus haben, könnte man den vielleicht auch mal Hamster besorgen. So, also. Testing. Ding. Cheats. True. Kass.FullEdit. Mode. Ja, jetzt müsste das klappen. In erstelle ein Sim ändern. Jo. Ja, jetzt ist das hier nicht mehr gegraut. Okay. Clover, zeig uns mal, wie du aussehen würdest als großer Mann. Ah. Ah, schon ziemlich ähnlich wie der Oreo, nur mit den Ohren. Die sind von der Mama. Okay, du darfst jetzt wieder klein werden. Jawohl. Und jetzt gucken wir uns noch die Mimi an, die ja irgendwie fast genauso aussieht. Und auch als erwachsener Hund fast genauso. Ja, das sind vielleicht eineiige Zwillinge sogar, so ähnlich wie die sich sind. Okay, dann haben wir das jetzt gesehen. Das war, wie zu erwarten, ganz der Vater mit Mama-Ohren. Ja. Ja, dann sind sie jetzt bestimmt gleich wieder super traurig, wenn ich die verkaufe. Okay. Service engagieren. So, Tier verkaufen. Clover. Jawohl. Jo. Aha. Der hat mal wieder das Welpeneinpackproblem. Hat seine Kiste nicht ausgepackt und... Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das noch was wird. Jetzt geht er wieder weg. Okay. Hier sind sie jetzt noch beide. Ah, jetzt. Jetzt hat es dann doch noch geklappt. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Er stapft jetzt davon, dass die immer so wütend sind, diese Tierhändler. Man fragt sich. So, und Mimi auch. So traurig, wie es auch ist. Okay. Ach, sind sie ganz traurig. Sie bräuchten irgendwie ein größeres Haus, um mehr... mehr Tiere zu haben auf Dauer. Hier ist es irgendwie alles so vollgestopft, wenn die Welpen haben. Selbst die beiden großen Hunde sind irgendwie vollgestopft. Oh, und ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viel sie eingebracht haben an Geld. Aber das ist ja auch nicht so der Hauptbeweggrund, warum ich die verkaufe. Ah, mach mal Liebe spüren und dann Probleme gestehen an und tröstliche Umarmung. Und Manuel, du kannst hier mit Oreo dich trösten lassen.
So. Damit das mit der Trauer möglichst bald wieder vorbei ist, ja. Weil so super traurig können die ja auch gar nicht mit der Praxis arbeiten. So, Jenny, lass uns mal hier in Ruhe unsere Tierverlust-Trauer verarbeiten. So. Manuel, du kannst dich dann nochmal mit von Carly trösten lassen, Trost suchen und Probleme gestehen an und tröstliche Umarmung. Dann müssten wir das ziemlich bald in den Griff kriegen. Ja, du könntest hier auch nochmal Oreum. So. Ja. Na, ja, machst du nochmal Probleme gestehen an. Und dann könntest du mal wieder mit Oreo und Liebe spüren. Und Jana könnte mit Carly tröstliche Umarmung. Und jetzt auch noch mal Liebe spüren. Nein. Momentan nicht. Machen wir Trost suchen. Nur noch 2 Stunden. Das heißt, das Trauerproblem haben wir gleich erledigt. Und ich sollte mal einen Screenshot machen. Hab ich ganz vergessen. Das heißt, nö, habe ich ja nicht vergessen, weil jetzt denke ich ja gerade dran. Ist so ein bisschen schwierig, weil die Diana da noch so steht. Baby. Mal gucken. Dag. Whoa. Ob sich das Tom Bild gleich noch ändert. Naja, Diana steht da und isst. Ja, stell's mal weg und lass dich dann nochmal trösten. Nö, will sie nicht. Hier, mach mal tröstliche Umarmung und du kannst auch noch mal tröstliche Umarmung machen. Und dann gucken wir, ob wir einen schönen Screenshot hinkriegen. Ja. Geht das mit Wände hoch? Nein. So, aber schon eher. Na, das ist doch ganz schön. So. So. Oh, Marcia! Was a Drom ist. Und jetzt könntest du mal Carly fragen, was Carly für ein Problem hat. Haut sie schon ab? Na? Ah, sie muss mal. Okay, das ist ja normal. Und Raka, was ist los? Ja, Raka will mal wieder persönlich eingeladen werden zum Essen. Tier zum Fressen holen, rufen, Raka. Buncha, plus. Okay, jetzt machen wir hier noch den Haufen weg. Oh, da muss man die Pflanzen sprühen. Sprüh mal die Pflanzen gegen Käfer ein und dann kannst du auch baden. So, und Diana, du könntest mal hier unseren Putzautomaten starten. Ach, jetzt ist das Waschbecken kaputt. Das ersetzen wir einfach mal. Denn ich will die Praxis noch mal kurz öffnen. Nicht sehr lange, aber... Ja, halt ein, zwei Patienten. Damit wir hier auch so ein paar von diesen Happen verkaufen können, von den Ambrosia-Happen. So, am besten lobst du sie gleich mal. Jawohl. Dromis? Or a bay for Florix and Noi!
Okay, und jetzt stoppen wir gleich mal die neuen Gäste. Dann kannst du hier mal das arme Kerlchen streicheln. Cleo heißt sie. Und dann... Ach, die... Wow, die Alina ist richtig engagiert jetzt. Dann sollten wir vielleicht doch noch einen neuen Patienten zulassen. Ah, da steht schon jemand. Das ist gut. Dann können wir die gleich dran nehmen. So, Diana, dein Typ wird verlangt. Stell dich mal auf die freundlichste Art vor. So. Und dann kannst du den Patienten begrüßen. Ja, irgendwas scheint da zu stinken. Hey Diana, kümmere dich mal um die Patienten. Man fragt sich, hat sie irgendwie ein Spaßproblem? Nee, eigentlich nicht. Diana, da haben wir schon eine Situation, wo du sofort die Patienten dran nehmen kannst. Und dann bummelst du da mit dem Buch rum. Was hat sie denn? Okay. Ja. Na, sie kommt, sehr gut. Und immerhin hat diese Patientin auch ein kleines Leckerchen gekauft, aber keins von den teuren. So, ah, jetzt erstmal Tierbesänftigung. So, hoch. So, schneller Screenshot. Und dann muss es gleich weitergehen. Untersuchen. Hautfell untersuchen. Klappe ich die Wände mal wieder runter. Ja, Alina, da hinten streng dich an, damit es 4 oder 5 Sterne gibt. Und Diana, du solltest es auf 5 Sterne bringen. Das wäre sehr günstig. Ja, die sind offenbar fertig geworden. 4 Sterne, das ist gut. Das ist sehr gut. Untersuchen. Mess mal die Temperatur. Romeo will spazieren gehen. Ja. Ah, Pyrokrallen. Ja, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Gib mal ein Antipilzspray. Jawohl. Oh, sie hat noch nicht erhöht. Aber jetzt. Dann mach mal als gutes Tier bezeichnen. Und streicheln. Und Besitzer Rechnung geben, ja. Oder haben wir schon Geld kassiert von ihr? Habe ich nicht aufgepasst. Aber sehr viel Einnahmen haben wir noch nicht. Wahrscheinlich haben wir noch kein Geld von ihr kassiert. Und anscheinend kriegen wir auch keins. Ja. Mehr Auswahl. Nein, hier gibt's keine. Das ist wieder dieser... Ich vermute, dass es ein Bug ist. Den wir sonst hatten, wenn ich den Bezahlvorgang abgebrochen habe. Aber das habe ich diesmal gar nicht. Nun ja. Kein Geld. Dann schließen wir mal die Praxis, damit die Frau geht. Gut. Das war jetzt nicht sehr, sehr lukrativ. Aber ist in Ordnung. Dafür haben wir jetzt noch, mal gucken, 4 von diesen Happen haben wir noch im Schrank. Die können wir dann ja bei nächster Gelegenheit verkaufen. Und wenn's Geld knapp wird, verkaufen wir es einfach übers Inventar. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen.
und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.